Geilste CD ever. Besonders der Typ da, zweite von rechts, das ist ein super Typ. Das rockt auf jeden Fall. Dieses Album rockt und rockt mehr als die anderen beiden. Und ich finde es geil. Also ich finde das geilste Album auf jeden Fall. Was ist denn das? Noch nie gesehen vorher. Vielleicht kann mir jemand sagen, was das ist. Ja, keine Ahnung. Mathematikpapier? Oder so? Keine Ahnung. Die Form ist super. Ja. Und das Material natürlich. Und Stroh ist auch super. Ist zwar jetzt nicht das High-Class-Material, aber ist auf jeden Fall cool. Und Leder muss es nicht sein. Aber Filz ist auch noch okay. Wir haben ja Freunde in der Hutindustrie. Firma Stetson ist sehr nett zu uns. Und da können wir gelegentlich, wenn wir mal in Köln und Umgebung sind, können wir da vorbeifahren und uns einfach im Lager umgucken und alles einpacken, was uns gefällt. Es ist auf jeden Fall geiler, immer einen Hut zu tragen und der dann auch richtig verschwitzt und dreckig ist irgendwann und immer nur einen neuen aufsetzen, macht auch keinen Spaß. Und ein Hut ist halt, der passt sich halt auch der Kopfform dann irgendwann an, ne? Wenn der mal darin schwitzt und so, dann passt er irgendwann richtig geil und ist eigentlich am geilsten, wenn er so 2 Jahre alt ist oder so. Aber so alt werden meine Hüte zumindest nie. Ja, das ist wirklich, also den haben wir auch jahrelang auch nur aus diesem Klischeegrund getrunken. Weil dieser Whisky schmeckt scheiße. Aber gehört halt dazu, ne? Zum Cowboy muss man eben diesen Bourbon oder Tennessee Whisky trinken. Und eigentlich trinke ich ja persönlich lieber so einen Single Malt oder so, aber pssst, that's the way to go, baby. Ich habe sie nie gelesen. Da steht auch nichts von meiner Band drin, also interessiert es mich nach wie vor nicht. Unsere Stadt, wir sind zwar nicht alle gebürtig von da, aber 2 Leute von uns kommen von dort, also beziehungsweise einer nur, der Boss kommt gebürtig aus Berlin. Und für mich persönlich hat da ganz vieles begonnen, so, was mit mir und meinem Leben zu tun hatte. Und deshalb kam da so für mich der Stein ins Rollen. Und deshalb finde ich die Stadt einfach geil. Nö. Ach so. Keine Ahnung, damit kenne ich mich nicht aus. Für die Zuschauer und eben für uns ist es einfach geil, wenn man eine ausverkaufte Halle hat, wo einfach die Stimmung geil ist und der Laden tobt. Aber eben sowas, so Zahlen, das ist eben dann schon eher so ein bisschen was Abstraktes, wo man sich auch darüber freuen kann, wo man jetzt aber direkt keinen emotionalen Bezug zu hat, weil das ist halt abstrakt, ne?